Jetzt begebe ich mich in schwieriges Fahrwasser. Die AfD will laut ihrem EU-Wahlprogramm so einiges verändern. Keine EU, kein Euro und weniger Steuern. Heute analysieren wir, wie dich das betrifft, wenn du dein Geld langfristig in Aktien, ETF, Immobilien, Unternehmen und sonst wie langfristig investierst. Und damit herzlich willkommen bei Northern Finance. Mein Name ist Alex Black. Ja, so kurz vor den EU-Wahlen am 9. Juni sind nochmal einige Skandale jetzt in den letzten Wochen bei der AfD sozusagen ja hochgekocht. Aber mit denen werden wir uns heute nicht beschäftigen. Wir schauen uns heute nur an, was ganz konkret schwarz auf weiß im Wahlprogramm der AfD eigentlich drinsteht und wie sich das auf dich wiederum auswirken wird, wenn du dein Geld langfristig investierst und die AfD nach den Wahlen im EU-Parlament eben etwas zu sagen hat. Das Ganze werde ich so neutral wie möglich handhaben und meine Meinung ja so gut wie nicht hier einfließen lassen. Wie gesagt, ziemlich neutral. Und wenn dir das gefällt, lass mir doch ein Like und Abo als große Unterstützung da. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Auf Seite 9 in der Präambel vom Wahlprogramm steht nämlich etwas, das dich ganz massiv als Anleger beeinflussen wird. Zitat: Wir halten die EU für nicht reformierbar und sehen sie als gescheitertes Projekt. Daher streben wir einen Bund europäischer Nationen an, eine ja neu zu gründende europäische Wirtschafts- und Interessengemeinschaft, in der die Souveränität der Mitgliedstaaten gewahrt ist. Zitat Ende. Wenn Deutschland aus der EU austreten sollte, ob jetzt alleine oder mit anderen Ländern gemeinsam, dann wird das extrem viele Auswirkungen haben. Einige davon werden langfristig positiv sein, wegen ja etwas weniger Regulierung. Einige werden kurz- und mittelfristig aber sehr negativ sein. Die Briten selbst, die mittlerweile aus der EU ausgetreten sind, ja, können davon ein Lied singen. Sie bewerten ihre Entscheidung für den Brexit mit mehr als 60% heute als negativ. Nur 10% sagen, es war ein Erfolg. 30% gehen langfristig von einem Erfolg aus. Wenn man sich die Entwicklung der Wirtschaft anschaut in Großbritannien, dann ist sie 1,5% nur seit der Pandemie gewachsen, was besser ist als Deutschland, weil wir 0% haben, aber schlechter als Italien, Spanien und Japan sowie weitere Länder. Vielleicht läuft es mittel- und langfristig besser ohne die EU, aber kurzfristig hat die erneute Einführung von Zöllen und Co. mehr negative Auswirkungen auf die Briten gehabt, scheinbar, als die Abschaffung vieler EU-Verordnungen. Wie in diesem aktuellen Bericht der FAZ auch deutlich wird, können die Kosten für einen Austritt Deutschlands aus der EU, dem sogenannten Dexit, laut IW sehr, sehr teuer werden. Man spricht hier von bis zu 5,6% weniger Wirtschaftswachstum über 5 Jahre und den Verlust von 2,5 Millionen Arbeitsplätzen in Deutschland, was mit der Corona-Pandemie und der Energiekrise hier vergleichbar sein soll. Ob das so kommt, denn für den Brexit, ja, da gab es auch ähnliche Horrorszenarien, die aber auch nicht eingetreten sind, oder ob es in deutlich abgeschwächter Form so kommen könnte, ja, das bleibt unklar. Und auch, ja, will die AfD den Euro und die sogenannte Transferunion abschaffen, wie sie auf Seite 20 schreiben. Zitat: Deutschland muss zurück zu einer sozialen Marktwirtschaft und darum die Transferunion des Eurosystems aufkündigen. Jede weitere Teilnahme an der Dauerrettungspolitik kommt einer Insolvenzverschleppung auf Kosten deutscher Steuerzahler gleich. Der AfD ist bewusst, dass die Wiedereinführung einer stabilen nationalen Währung nicht ohne Umstellungsbelastungen erfolgen kann. Diese werden jedoch niedriger sein als die dauerhaften Kosten des weiteren Verbleibs im Eurosystem. Zitat Ende. Diese sogenannten Umstellungsbelastungen, wie sie sie hier nennen, wären sicherlich enorm, muss man sagen. Dazu hat die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft auch vor kurzem ja eine Studie herausgebracht und die werden übrigens von den Arbeitgebern der Metall- und Elektroindustrie finanziert. In dieser Studie gibt es auch eine Grafik und da heißt es, dass der größte Teil der Vorteile für deutsche Bürger, die man eben in Euros auch merkt, durch den Binnenmarkt kommen, mit 1730 Euro plus jedes Jahr und durch die Währungsunion hier im helleren Blau dargestellt, nur 316 Euro pro Kopf in Deutschland eben zugute kommen. Würde man also den Binnenmarkt theoretisch behalten, aber den Euro abschaffen, wären die Wohlstandsverluste wohl begrenzt, aber kurzfristig trotzdem auf jeden Fall gegeben. Eine schnelle Schaffung von genau diesem Binnenmarkt wäre dann ja Priorität 1 von höchster Wichtigkeit wirklich, genauso wie das Freihandelsabkommen, das Großbritannien mit der EU auch für viele Güter vereinbart hat, als der Brexit dann schlussendlich vollzogen wurde. Kommen wir damit mal zum Thema Steuern. Ganz konkret sagt die AfD auf Seite 29, die Steuerhoheit steht den nationalen Parlamenten zu.
Die EU ist, wie andere internationale Organisationen auch, ausschließlich durch Beiträge ihrer Mitgliedstaaten zu finanzieren. Zitat Ende. Neue EU-Steuern wollen sie damit ausschließen, auch teilweise Steuern. Zitat: Die AfD lehnt jede Art von EU-Steuern ab. Dies gilt sowohl für die Steuern, die direkt über die EU erhoben werden, als auch für Steuerbeteiligung der EU an Steuern der Länder. Eine anteilige Abführung von Erlösen aus der Mindestbesteuerung von Großkonzernen an die EU als zusätzliche Eigenmittel lehnen wir ab. Zitat Ende. Weiter heißt es zur Besteuerung von internationalen Großkonzernen, was ja auch viele Anleger beschäftigt, weil man hier ja auch mit investiert. International agierende Großkonzerne sind sehr geschickt darin, ihre Steuerlast zu minimieren. Und etwas weiter unten heißt es dann, anstatt also Forderungen nach einer globalen Mindestbesteuerung zu erheben, um Steueroasen zu eliminieren, halten wir es für sinnvoller, sich international darauf zu verständigen, dass die Steuerlast, die man einem Konzern auf nationaler Ebene auflegt, vorrangig anhand des Anteils der wirtschaftlichen Aktivität des Konzerns im steuererhebenden Staat berechnet werden sollte. Sogenannte Gesamtkonzernbesteuerung. Zitat Ende. Das könnte vielen Bürgern gefallen, aber da der Bundestag erst letzten November sich der ja globalen Mindestbesteuerung angeschlossen hat, bleibt abzuwarten, ob sich das nochmal ändert, vor allem da man es ja mit so vielen anderen Staaten gleichzeitig auch absprechen muss. Dabei soll es aber eine ganz wichtige Ausnahme geben. Zitat: Staaten wie Luxemburg sichern sich Wettbewerbsvorteile, indem sie gezielt einzelne Unternehmen durch Steuererleichterungen fördern. Wir halten es im nationalen Interesse Deutschlands ebenfalls für gerechtfertigt, in besonderen Fällen ja unsere eigenen Unternehmen durch geringere Steuern zu fördern. Bestehende Regelungen des Welthandelsrechts müssen dabei allerdings eingehalten werden. Zitat Ende. Das mag jetzt zwar populär sein, aber ja, ich finde das nicht besonders gut. Denn wenn, dann sollten Steuern ja für alle Unternehmen und nicht nur für ein paar Ausgewählte hier gesenkt werden, die scheinbar besonders wichtig sind. Da macht die Politik meistens keinen besonders guten Job, hier die richtigen Unternehmen auszuwählen, denn die gibt es meiner Meinung nach auch gar nicht. Und das hat so ein bisschen was von Staatsdirigismus, was die AfD eigentlich ja in vielen anderen Punkten im Wahlprogramm ablehnt. Ganz interessant zu sehen. Danach kommt aber ein Punkt zur Finanztransaktionssteuer, der den meisten Anlegern ganz klar gefallen dürfte. Zitat: Eine Finanztransaktionssteuer lehnen wir ab. Wir befürchten dadurch eine höhere Belastung für Sparer, da sich durch diese Steuer insbesondere die vorgebundene Altersvorsorge verteuern würde. Die in Deutschland sehr geringe Quote der Kleinanleger im Aktienmarkt würde sich durch Einführung der Steuer weiter verringern. Großanleger und professionelle Investoren können ihre Transaktionen in außerhalb der EU liegende Börsenplätze verlegen und dadurch die Steuer problemlos umgehen. Zitat Ende. Ja, da haben Sie definitiv sehr valide Punkte mit dabei. Aber Anreize, um mehr als Privatanleger zu investieren, etwa eigene Konten zur steuerfreien Altersvorsorge durch Investieren in Aktien und ETFs wie in den USA, durch Roth IRA oder ähnliche Programme, werden hier überhaupt gar nicht vorgeschlagen, was ich ja ein bisschen schade finde. Zudem soll es keinen CO2-Preis unter der AfD geben. Zitat: Die AfD lehnt jede Form der CO2-Bepreisung sowie den geplanten Grenzausgleichsmechanismus strikt ab. Und danach: Darüber hinaus sollen zukünftig über ein CO2-Grenzausgleichssystem auch importierte Waren mit einer CO2-Abgabe belastet werden. Dies führt zu einer weiteren Verteuerung aller in der EU gehandelten importierten Waren und damit zwangsläufig zu einem weiteren Wohlstandsverlust der Bürger. Des Weiteren besteht die Gefahr eines Handelskrieges, da diese Sondersteuer auf importierte Waren von anderen Staaten als Protektionismus wahrgenommen wird. Zitat Ende. Ich persönlich bin sehr gespannt, ja, ob es tatsächlich dazu kommen sollte, denn die Unterschiede in den Bepreisungen von CO2, die sind aktuell schon enorm weltweit. Manche Länder erheben gar keine CO2-Preise, andere ein bisschen und die EU mit Abstand am meisten. Hier sehen wir es sehr schön, während 2021 in Deutschland eine Tonne CO2 28 Dollar gekostet hat, so waren es in den USA gerade mal 5% davon, 1,44 Dollar und in China etwa 10%,
mit 2,79 Dollar, während Russland gar keinen Preis für CO2 hat. Genauso wie Indien, das bevölkerungsreichste Land der Welt und auch eins der wachstumsstärksten. Und auch fast alle Länder der restlichen Welt beteiligen sich nicht daran. Europas Industrie zahlt tatsächlich mit weitem Abstand hier am meisten und wird damit stark benachteiligt, wodurch dann so ein Handelskrieg durchaus folgen könnte, mit Zöllen, die hier dann eben verlangt werden. Und wo wir beim Thema ja gerade sind, die AfD will nicht wie die Grünen und die SPD, die ich in diesen Videos hier auch analysiert habe, den Green New Deal in ihrem Wahlprogramm vorantreiben, sondern das Gegenteil tun. Zitat: Derzeit gibt es in der EU Bestrebungen, im Rahmen der sogenannten Taxonomie eine zentral gelenkte Investitionssteuerung aus ideologischer Motivation heraus zu verstärken. So zum Beispiel im Fall sogenannter grüner Technologien. Den Green Deal der EU lehnen wir ab. Und weiter unten heißt es: Unternehmerische Sorgfalt ist ein besserer Ratgeber als politische Ideologie. Planwirtschaftliche Markteingriffe mit Subventionen nach Maßgabe einer sozial-ökologischen Transformation und das Verbot erfolgreicher Industriezweige stellen eine enorme Gefahr für Wohlstand, Freiheit und die Versorgungssicherheit der Mitgliedstaaten dar. Zitat Ende. Zum Thema Wohnen und Bauen sagt die AfD folgendes. Zitat: Die AfD kämpft gegen die Bestrebungen der EU, ab 2030 nur noch den Bau von sogenannten klimaneutralen Wohnhäusern zu erlauben. Ebenso weisen wir das unrealistische Ziel zurück, den kompletten Gebäudebestand in der EU mittelfristig emissionsfrei umzugestalten. Die EU will Ausnahmen nur noch für historische Gebäude, Kirchen und Verteidigungsanlagen zulassen. Ja, Zitat Ende. Das wäre eine komplette Kehrtwende, ja, von der aktuellen Politik und sicherlich deutlich günstiger umzusetzen, muss man sagen, als den bisherigen Plan weiter zu verfolgen. Zitat: Diese EU-Agenda missachtet den Wunsch der Bürger nach bedarfsgerechten und kostengünstigen Wohnraum. Die AfD lehnt eine EU-weite Solarpflicht auf den Dächern von neuen und sanierten Wohnhäusern sowie von Industrieanlagen ab. Mit der AfD gibt es keine EU-Sanierungspflicht für angeblich ineffiziente Gebäude. Zitat Ende. Ja, das trifft auch den Grundtenor, muss man sagen, im restlichen Wahlprogramm von weniger Regulierung im Allgemeinen und dem Zurückdrehen vieler Vorgaben und Gesetze auf EU-Ebene. Das würde das Bauen definitiv günstiger machen, muss man sagen, wie es ist, und damit für mehr neue Wohnungen sorgen. Aber die Frage ist, was dann danach für Regulierungen eigentlich kommen oder ob es dann gar keine gibt. Darauf geht die AfD nicht ein. Interessant ist außerdem, dass die AfD sich für den Erhalt des Bargelds ausspricht, aber den digitalen Euro nur hier in Klammern nennt und sonst an keiner Stelle im Wahlprogramm behandelt und direkt darunter sich ebenfalls gegen eine Erfassung sämtlicher Vermögenswerte von dir eben in einem EU-Register ausspricht, was ja meiner Meinung nach die Vorstufe von einer Vermögensteuer sein kann. Denn um diese Vermögensteuer zu erheben, muss man natürlich erst wissen, wer eigentlich konkret was hier besitzt und wo man etwas abschöpfen kann und wo vielleicht auch nicht. Zuletzt will die AfD die gemeinsamen Schulden der EU beenden. Zitat: Die EU maßt sich heute vertragswidrig an, entgegen dem expliziten Wortlaut der EU-Verträge eigene Schulden aufzunehmen, was zulasten künftiger deutscher Generationen geht. Dabei werden die Mittel durch Neuverschuldungen ja beschafft und anschließend von EU-Bürokraten über unzählige, zumeist ideologisch motivierte Green Deal-Projekte nach Gutherrenart ausgegeben. Haftung und Tilgung verbleiben jedoch bei den Nationalstaaten. Die Mithaftung Deutschlands für diese von der EU aufgenommenen Kredite, die weitgehend den Euro-Krisenländern zugutekommen, führt zwangsläufig zu einer Verschlechterung der Bonität Deutschlands. Das ist korrekt und wird auch so im Artikel 125 vom Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegt, der die Haftung für fremde Schulden strikt ausschließt, sowie Artikel 311, der festlegt, dass der EU-Haushalt vollständig aus Eigenmitteln finanziert wird und damit explizit nicht aus Schulden. Ziehen wir damit mal ein Fazit. Die AfD hat einige Punkte in ihrem Wahlprogramm, an denen man Kritik üben kann, da der Austritt aus dem Euro und der EU durchaus unkalkulierbare Konsequenzen haben kann, die Wohlstand und Wirtschaft Deutschlands kurzfristig ja wirklich erheblich gefährden können. Langfristig wird aber weniger Regulierung, ob jetzt in der EU oder außerhalb der EU, zu mehr Wachstum führen, wie zum Beispiel im Bausektor, aber auch der Stopp der weiteren gemeinsamen EU-Verschuldung kann sehr sinnvoll sein, da er eben vertragswidrig ist an erster Stelle und man diese gemeinsame Haftung hat, was in vielen Fällen ja ausgenutzt werden könnte, sagen wir es mal so.
Außerdem wird die Handlungsfähigkeit der EU-Länder für kommende Krisen dadurch eingeschränkt, je mehr Schulden man heute macht. Das Wahlprogramm der AfD hat noch viele weitere Facetten, zum Beispiel zur Migration, aber nur aus Sicht eines Anlegers sind hier viele valide Punkte dabei, während andere, wie die Abschaffung der Mindestbesteuerung von Unternehmen, sicherlich auf viel Kritik stoßen können bei der allgemeinen Bevölkerung und insgesamt sehr schwierig werden können, wenn viele Länder sich schon auf diesen Pfad geeinigt haben. Was ist deine Meinung zum AfD-Wahlprogramm? Sag's mir mal unten in den Kommentaren. Ich freue mich auf einen respektvollen Austausch hier in der Community. Und damit wünsche ich dir auch eine gute Rendite und bis zum nächsten Mal.